Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute haben wir eine weitere Episode vom FIFA Talk am Start. Das heißt, wir reden wieder über aktuelle Themen rund um FIFA 18. Aber bevor wir damit starten, möchte ich euch noch ein kleines Gewinnspiel vorstellen. Und zwar habe ich mir als Dank für die 30.000 Abonnenten eben ein kleines Gewinnspiel überlegt. Ich werde 3x10 Euro PSN oder Xbox Karten verlosen und da ist es eigentlich ziemlich leicht teilzunehmen. Und zwar müsst ihr eigentlich nur Abonnent sein und mit eurer Konsole kommentieren. Ihr könnt auch in den laufenden Videos noch kommentieren, allerdings bitte nur einmal pro Video mit Hashtag Xbox oder Hashtag PS4 kommentieren und dann passt das Ganze eigentlich auch schon. Aufgelöst wird das Ganze noch im Laufe des Novembers, wann genau, weiß ich leider noch nicht, aber ihr könnt natürlich in den kommenden Videos eben auch kommentieren, um somit eure Gewinnchance erheblich zu steigern. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon zum Gewinnspiel und wir gehen jetzt rein in den FIFA Talk. Ich habe 5 richtig interessante Themen für euch vorbereitet und wir beginnen einfach mal direkt mit dem ersten Thema und dabei geht es um einen sogenannten Squad Battle Glitch und zwar habe ich das Ganze beim Shenya gesehen, Link zu ihm natürlich auch in der Beschreibung, könnt ihr auch gerne abonnieren, den guten Mann, und er hat ein Video dazu gemacht, wie man ziemlich leicht gegen Legendär bzw. gegen Legende halt auf Squad Battles gewinnen kann, wie man da leichter Siege holen kann und dann eben auch die meisten Punkte herausholen kann. Es gibt nämlich da so einen kleinen Trick, indem ihr beim Verteidigen einfach immer nur den Spieler anwählt und mit X verteidigt. Gegen den Computer ist es anscheinend sehr, sehr effektiv und das ist so eine Art Squad Battle Glitch und das ist wirklich leicht durchzuführen und dazu schaut einfach bitte das Video vom Shenya, das habe ich euch auf jeden Fall auch in der Beschreibung verlinkt. Ich möchte ja jetzt nicht genau dasselbe sagen, was er auch sagt, er hat es genau und ausführlich erklärt, also schaut dort auf jeden Fall vorbei. So, beim zweiten Thema geht es darum, dass ich letztens einfach FIFA gezockt habe und dann, ja, haben die Spieler einfach nicht aufgehört zu jubeln. Es ist ja schön und gut, wenn man ein Tor macht, dass die Spieler jubeln, aber sie haben einfach überhaupt nicht mehr aufgehört. Das Ganze hat erst nach 5-6 Minuten wirklich dann, ja, gestoppt und das ganze Spiel ist weitergegangen, aber das war richtig kurios. Das Ganze ist während dem Stream passiert, also falls ihr da dabei wart, schreibt es gerne auch mal in die Kommentare. Aber hattet ihr das auch mal? Das ist meine Frage an euch. Hattet ihr auch schon mal so einen, ja, ewigen Jubel? Würde ich es mal sagen, wo die Spieler einfach nicht aufhören, sich zu bewegen und einfach, ja, das Ganze mehr oder weniger still steht, aber die Spieler sich halt trotzdem ein bisschen bewegen. Also der Jubel geht an sich weiter, aber das Spiel steckt sozusagen. Hattet ihr das Ganze schon mal? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. So, Freunde, jetzt geht es um den Black Friday und um den Cyber Monday. Zuerst mal, der Black Friday findet am 24. November statt und der Cyber Monday dann logischerweise am 27. November. Und da wollte ich euch einfach einen kleinen Investment-Tipp geben und zwar bin ich mir ziemlich sicher, dass da wieder bestimmte SBCs rauskommen, wo man ein 83er oder 84er Rating benötigt und das heißt eben, dass die 83er und 84er Karten wieder extrem in die Höhe schießen werden, allerdings würde ich euch empfehlen, noch nicht jetzt zu investieren, sondern erst so in einer Woche circa, denn jetzt im Moment sind die 84er und 83er leider viel, viel zu teuer. Ich habe ja in meinem letzten Trading-Video erwähnt, dass ihr gerade die 84er verkaufen sollt, denn die kosten eben im Moment wirklich alle so 4000 Münzen, deswegen wartet noch, bis die unter 2500 Münzen kosten. Wenn die unter 2500 Münzen kosten, dann holt euch da auf jeden Fall ein paar und die verkauft ihr dann einfach, wenn die passenden SBCs am Black Friday oder eben am Cyber Monday dann rauskommen. So, grundsätzlich nochmal dazu, was der Black Friday und der Cyber Monday überhaupt ist. Also der Black Friday, das ist grundsätzlich ein Event, was aus Amerika kommt, das seht ihr dann zum Beispiel auch bei Amazon, wenn ihr euch irgendwas kaufen wollt, denn da ist eigentlich alles reduziert, ja, und das ist in FIFA dann auch so, ja, halbwegs so umgesetzt. Und zwar sind da ganz viele Lightning Rounds, man kann da bestimmte Packs ziehen und so weiter und so fort. Also es ist ein richtig aktiver Tag und da wird meiner Meinung nach auch davor noch ein kleiner Marktcrash passieren. Deswegen würde ich euch raten, falls ihr ein richtig, richtig heftiges Team habt, verkauft vielleicht den einen oder anderen Spieler und holt ihn euch zum Black Friday wieder, beziehungsweise kurz vor dem Black Friday, denn da dürfte meiner Meinung nach dann der Tiefpunkt der Preise erlangt sein. Und ja, das wollte ich eigentlich gesagt haben zum Black Friday und zum Cyber Monday und wir gehen jetzt rein ins vierte Thema. Und dabei geht es um Footdraft und ihr seht schon hier die krasseste Belohnung, die es wahrscheinlich überhaupt gab. Die Info habe ich vom Moskiller, gerne auch seinen Kanal abchecken, aber das ist echt einfach nur krass. Und zwar hat da jemand tatsächlich 75.000 Münzen bekommen, ein 15k-Sit und dann dazu noch ein
100k-Pack, was ist das für eine kranke Full-Draft-Belohnung? Das höchste bzw. das beste, was ich jemals gesehen habe, waren eben 45.000 Coins und das ein oder andere Pack, aber 75.000 Coins habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Es kann natürlich auch sein, dass es ein Fake ist, sieht meiner Meinung nach aber ziemlich realistisch aus. Und schreibt mir auf jeden Fall unbedingt auch in die Kommentare, was eure beste Full-Draft-Belohnung war. Vielleicht gab es ja den einen oder anderen, der da auch schon mal sowas Krasses hatte, aber ich hatte es echt tatsächlich noch nie. Das beste war, wie gesagt, einfach 45.000 Münzen und dann dazu noch zwei Packs. Und wir sind jetzt auch schon beim letzten Thema angelangt und dabei geht es um einen Pack-Glitch, der in FIFA 18 anscheinend gerade funktionieren soll. Das Ganze ist richtig kurios und ich muss sagen, es hat auch teilweise bei mir funktioniert. Und zwar haben wir das Ganze dann auch im Stream getestet. Und zwar müsst ihr bei der Gold-Upgrade-SBC anscheinend nur eine Nation verwenden, zum Beispiel eben nur Franzosen. Dann sendet ihr das Ganze ab, dann geht ihr in den Shop, dann öffnet ihr aber zuerst ein 400er Bronze-Set und wenn da dann irgendwie angeblich 4 Bronzespieler drin sind, dann müsst ihr das Pack abstoßen und dann eben euer Gold Upgrade SBC Pack ziehen und da müsste dann ein Walkout drin sein, der die Nation hat von den Spielern, die ihr eben vorher für die SBC eingesetzt habt. Das Ganze hört sich mega kompliziert an, ist aber eigentlich in der Umsetzung extrem leicht und ich wollte einfach nur sagen, bei mir hat das Ganze einmal funktioniert und zwar direkt beim ersten Mal. Ich habe das mit den Franzosen gemacht und ich habe tatsächlich Lemar gezogen, aber die anderen 3 Male hat es nicht funktioniert. Ich habe es noch mit Österreich probiert, dann habe ich es noch mit Wales probiert und nochmal mit Frankreich. Und in all diesen 3 Packs habe ich dann keinen Leinwandspieler gezogen. Es ist einfach extrem interessant, denn viele haben mir auch geschrieben, dass es bei ihnen eben funktioniert hat. Und anscheinend ist da irgendwie was Wahres dran. Also ich glaube nicht, dass es jedes Mal funktioniert und ich glaube auch, dass es mittlerweile schon längst gepatcht ist. Aber es hat anscheinend irgendwas gegeben, wo man eben bessere Packs ziehen kann. Denn es ist kein Zufall, dass da so viele Leute sagen, es klappt. Natürlich zieht man ab und zu mal einen Leinwandspieler, aber dass der dann auch wirklich von der Nation ist, die man eben eingesetzt hat, das ist meiner Meinung nach schon ein bisschen zu viel des Guten. Deswegen bin ich da auf jeden Fall der Meinung, dass da auf jeden Fall auch was Wahres dran ist. Dazu könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, hat es bei euch funktioniert oder eher nicht. Das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Sache. Und damit war es jetzt auch schon mit der heutigen Episode vom FIFA Talk. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Nehmt unbedingt noch beim Gewinnspiel teil. Dazu müsst ihr einfach nur Hashtag Xbox oder Hashtag PS4 in die Kommentare reinschreiben. Das Ganze könnt ihr bei den folgenden Videos auch gerne machen, um somit eure Gewinnchance natürlich erheblich zu steigern. Und damit war es jetzt mit dem Video. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.